Jetzt den Waldrapp-Küken von Hand auf, damit sie auf uns geprägt werden. Diese Prägung ist wichtig, damit wir sie in Europa wieder ansiedeln können und in ihr Überwinterungsgebiet führen können. Dafür sitzen meine Kollegin Lisa Kern und ich in einem Ultraleichtflugzeug und fliegen ihnen voraus in die Toskana. Damit die Vögel auf uns geprägt werden können, verbringen wir ganz viel Zeit mit ihnen, den ganzen Tag. Wir schmusen sie, wir kuscheln sie und füttern sie natürlich. Und um das Ganze zu unterstützen, tragen wir auch immer die Erkennungsfarbe Gelb. Und unser Schirm vom Ultraleichtflugzeug hat auch eben genau zu diesem Zweck die Farbe Gelb. Bis ins 17. Jahrhundert war der Waldrapp in großen Teilen Mitteleuropas heimisch, wurde dann vom Menschen ausgerottet. Seit 20 Jahren bemüht sich der Tiergarten Schönbrunn mit zahlreichen Partnern um eine Wiederansiedlung des Waldrapps und hat nun die Koordination eines zweiten Live-Projekts übernommen. In dessen Rahmen soll eine Population mit ca. 350 Individuen wieder angesiedelt werden. Ab dieser Populationsgröße ist die Population selbstständig überlebensfähig und es müssen keine neuen Waldrappe ausgewildert werden. Einerseits dienen die Waldrappe hier in der Voliere als Botschafter für ihre bedrohten Artgenossen in der Wildbahn. Andererseits koordiniert der Tiergarten Schönbrunn das Projekt, kümmert sich um Futtervorbereitung und Futterlagerung und stellt den Raum für die Handaufzucht zur Verfügung. Die Handaufzucht kann noch bis Ende April hier im Tiergarten beobachtet werden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch den YouTube-Kanal vom Tiergarten Schönbrunn, den ihr hier finden könnt. Wir vom Waldrapp-Team haben auch einen YouTube-Kanal, den ihr hier finden könnt. Dort findet ihr viele Videos von uns und unseren Küken. Wenn ihr uns live sehen wollt, dann besucht uns doch im Tiergarten Schönbrunn in Wien.